Ja moin ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank Oystholz und heute starten wir mal wieder eine kleine Inselrundfahrt. Zum nächsten Besichtigungspunkt oder Aussichtspunkt ist es diesmal wieder und zwar liegt er ganz geheim verborgen sozusagen in Traneberg in unserer Hauptstadt und da nehme ich euch jetzt mit hin. Los geht's nach dem Intro. Ja, das ist jetzt der zweite Versuch. Der erste Versuch ist leider in die Hose gegangen. Da war ein Speicherkartenfehler. Deswegen versuchen wir jetzt den zweiten. Also zum zweiten Mal. Muss mal gucken, was von der ersten Aufnahme noch zu retten ist. Ja, das Auto hat jetzt so lange gestanden. Tablet ist auch schon alle. Ich muss erstmal ein bisschen laden jetzt. Können wir umstellen. Wir haben es hier gerade 1 Grad plus. Mal wieder keine Sonne. Aber heute Artikel gelesen, Samsø ist wieder Dänemarks sonnenreichste Insel. Ich verlinke euch den mal. Irgendwas mit 2000 und ein paar zerquetschte Sonnenstunden. Blöde Ecke hier. Ja, mal gucken, was ich für einen Durchschnittsverbrauch habe. Jetzt sind wir auf den Kurzstrecken. 31,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Naja, ist ja auch kein Wunder. Heizung läuft ständig oder Auto ist ständig an und fährt nicht. Also für den Fall, dass ich mal fahre. Ja.
sind jetzt bei 74%. Mussten zu Hause sogar abziehen von der Ladesäule, damit er nicht zu viel geladen hat, weil ich habe die so eingestellt, dass er jeden Tag so eine halbe bis Stunde geladen hat. Da ich hier ja keine Prozentzahl einstellen kann. Sonst wäre das eine klasse Sache. Also das fehlt noch. Also liebe Nissan-Leute, falls ihr das mal seht oder einer von euch bei Nissan ist, programmiert das mal bitte so, dass es wieder auf 80% stellen kann. Oder 60 oder weiß der Doll was. Weil immer auf 100 ist auch blöd. Ja, alle, die es noch nicht kennen, das ist jetzt die Hauptstadt von Samsö. Und hier geht die Einkaufsmeile los. Man merkt richtig, dass der Lockdown ist. Nichts los hier. Aber ich muss jetzt zum Dock und euch den Wasserturm zeigen. Und man kennt das ja, haben wir ja alle bei Owe gelernt, ne? Steht da, dann lädt er. Good day! Na, wem er du? Hier, Oskar. Oskar de Nü. Ja. Ja. Wenn er gab, er nur 5 Uhr. Okay. So. Wie war's, Oskar? Heute auch, der ist nicht der Leiter vom Kühl. Ja, der verkehrten Pfauen, ne? Wie siehst Das war einer meiner Fahrgäste. Wo ich noch Bus gefahren habe. So, steht da, dann lädt er. Da ist die Ladesäule und da oben müssen wir hin. Klemmen uns mal eben an. Baue ich mal aus und dann gehen wir raus. Ja, und jetzt gehen wir mal von der Ladesäule zum kleinen Geheimtipp von mir. Wenn man mal so in Trane welch ist, gehen wir nämlich zum Wasserturm. Der ist nämlich bisschen in die Bäume versteckt. Jetzt sieht man ganz gut keine Blätter an den Bäumen. Aber für Familien oder so ist das eigentlich eine ganz tolle Sache.
weil ein Spielplatz dabei ist. Und ja, der Wasserturm an sich oder Wasserspeicher, wie man es nennen will, ist als kleine Aussichtsplattform mit Tisch und Bank. Ne, da kann man ein bisschen Picknick machen, während die Kinder unten am Spielen sind. Oder kleine Pause machen halt dann. Ja. Ist eigentlich ganz leicht zu finden, der Platz. Direkt neben dem Krankenhaus. Oder Krankenhaus ist ja nicht mehr, das ist eine Akutstation. Und zurzeit auch im Fahrradschuppen Corona-Teststation. Und da sind wir auch schon. So, hier in der Halle wird immer das Erntedankfest gefeiert. Dann gibt es die kleine Bühne, man steht im Trockenen oder sitzt im Trockenen. Hier draußen sind dann die ganzen Stände aufgebaut. Und dann wird hier kräftig gefeiert normalerweise. Was natürlich dieses Jahr auch nicht war. Ja, hier sieht man die Samse Kommune und das große Solardach oder Carport. Da stehen dann die ganzen Elektroautos von der Kommune und vom Pflegedienst drunter und werden geladen. So, dann haben wir hier den kleinen Spielplatz. Da ist der Wasserturm oder Wasserspeicher. Und da kann man nochmal gucken. Die ganzen Elektroautos da parken. So, haben wir hier unten Sitzgruppe, wo man essen kann, Pause machen kann. Und dann geht's hoch. Guck mal, herrlich. Und wenn dann noch schönes Wetter wäre, hätte man noch eine schöne Aussicht über die Stadt. Da sieht man noch das Elektroauto von der Post, Nissan ENV 200. Jetzt haben sie Elektrosprinter bekommen von Mercedes. Ja, das war der kleine Ausflug zum Wasserturm. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, damit ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn ich mir den Arsch abfriere. Ich hoffe, ja, nächstes Mal ist wieder gutes Wetter.
Also, tschüss, schöne Grüße, euer Frank, bis bald.